Möchte man auf seinem smarten Endgerät wie dem Fire TV Stick einen VPN einsetzen, stößt man schnell auf technische Hürden, die sich nicht leicht überwinden lassen. Gerade bei Streamingboxen kann der Einsatz eines VPN sinnvoll sein, wenn Geoblocking umgangen werden soll. Um diesem Problem zu begegnen, hat Shellfire VPN die Shellfire Box auf den Markt gebracht. Im Jahr 2015 habe ich die erste Generation der Box getestet und hatte aufgrund einiger Fehler vom Kauf abgeraten. Nun gibt es eine neue Version mit verbesserter Hardware und Software. Ob alle Mängel beseitigt wurden und ob es diesmal eine Kaufempfehlung gibt, verrate ich euch nach dem Intro. Klären wir aber erst einmal die Frage, was die Shellfire Box überhaupt ist. Bei der Box handelt es sich um einen günstigen Mini-Router, auf dem die freie Software OpenWrt läuft. Die Shellfire Box ersetzt nicht den eigenen Router, sondern muss mit diesem verbunden werden. Nun können sich die Geräte im Haushalt über einen LAN-Anschluss oder über ihr WLAN mit der Box verbinden. Es muss also auf dem Endgerät keine Software installiert werden, damit man in den Shellfire VPN eingeloggt ist. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich den Fire TV mit der Box verbinden kann und ihm so ein anderes LAN vortäuschen kann. Damit kann ich auf Streaming-Angebote zugreifen, die mir ansonsten durch Geoblocking verwehrt worden wären. Kommen wir zur Geschwindigkeit. Die alte Shellfire Box hatte bei mir kaum 10 Mbit pro Sekunde geschafft. Das war auch vor 5 Jahren nicht besonders viel, gerade wenn mehrere Geräte gleichzeitig das Internet nutzen wollten. Der Wert hat sich jetzt immerhin auf 40 Mbit pro Sekunde erhöht. Dies hat vor allem mit dem Wechsel auf das WireGuard-Protokoll zu tun, das weniger hardwarehungrig ist als OpenVPN. Positiv zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auch die Stromversorgung. Hat die alte Shellfire Box in den Leistungsspitzen über 500 mA verbraucht, gibt sich die neue Hardware mit maximal 500 mA zufrieden. Das ist wichtig für die Stromversorgung. 500 mA ist die Spezifikation für USB 2.0. Und somit kann ich die Shellfire Box am USB-Port meiner Fritzbox betreiben, ohne einen separaten Stecker zu benutzen. Die VPN-Verbindung auf einem separaten Gerät herzustellen ist eine gute Idee. In der aktuellen Version ist auch IPv6 deaktiviert, so wie ich es schon vor 5 Jahren empfohlen hatte. IP-Leaks treten nun keine mehr auf, das ist sehr erfreulich. Die üblichen Probleme, die man auf einem Windows-PC hat, fallen mit der Box ebenfalls weg. Es ist für die VPN-Verbindung keine zusätzliche Softwareinstallation notwendig. Laut eigenem Bekunden hat Shellfire dafür Sorge getragen, dass auch WireGuard-Verbindungen nach dem Verbindungsaufbau nicht mehr einem Nutzer zugeordnet werden können. Kommen wir zur Benutzerfreundlichkeit. Die Box kann ohne weitere Konfiguration an den Router angeschlossen und verwendet werden. Die übersichtliche Benutzeroberfläche macht es leicht, den Server zu wechseln. Leider ist die Shellfire-Website unübersichtlich und Dokumentation nicht immer leicht zu finden. So fehlt zum Beispiel eine Liste mit Servern, auf denen Torrents erlaubt sind. Auch eine Information, wie das Logging-Problem von WireGuard gelöst wurde, wäre hilfreich gewesen. Kommen wir zu den Preisen. Die Abogebühren für einen VPN-Vertrag mit dem Router sind nicht teurer als vergleichbare Verträge bei der Konkurrenz, nur ohne den mitgelieferten Router. Zu Beginn des Videos hatte ich die Frage aufgeworfen, ob es diesmal eine Kaufempfehlung gibt. Und ja, die kann ich geben. Mir sind keine Sicherheitsbedenken aufgefallen und der Preis ist auch völlig in Ordnung. Der orientiert sich halt an den Preisen der Konkurrenz plus man bekommt noch zusätzlich diesen Router dazu. Ja, der Router ist nicht besonders teuer, aber es steckt ja auch Entwicklungsarbeit da drin, die ja auch irgendwie bezahlt werden muss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben und gerne könnt ihr auch mal kommentieren, welche Erfahrungen ihr mit der Shellfire Box gemacht habt.